Guten Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Richards startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Vettel, Charles Leclerc und Stroll. Perez, Ricciardo, Norris und Alexander Albon. Sainz, Gasly, Kimi Räikkönen und Kvyat, Grosjean, Magnussen, Antonio Giovinazzi und George Russell. Latifi und Esteban Ocon steht ganz hinten. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. So ist es und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir machen heute weiter mit dem Rennen aus Österreich. Wir wollen natürlich hier heute wieder ein bisschen punkten und das ist unser großes Ziel, ob wir das schaffen heute. Schauen wir einfach mal. So, kurz mal reingucken. Jawohl, passt. Und dann gehen wir rein ins Rennen. Rennen Nummer 4, Österreich. Erste Pole der Saison. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, erste Pole der Saison auf jeden Fall und da hoffen wir mal, dass wir die mitnehmen können. Aber die Punkte holen können. Unser Ziel ist es ja, wieder ein bisschen was abzusetzen mit dem Sieg. Und der vollen Punkte hatten wir 26. Ja, wir sind momentan 2 zurück. Und würden, glaube ich, dann auf 4 oder auf 6 vorgehen. 8 Punkte mehr als so, das können wir ja holen. Und damit wären wir 6 vor und hätten wieder so ein bisschen wieder die Nase vorn im Kampf um die WM-Krone. So, nach den jetzt den letzten drei nach der letzten bei zweiten Plätzen, also Australien und jetzt eben auch im letzten Rennen in Kanada, wollen wir natürlich jetzt hier in Österreich heute den nächsten Sieg holen. Dann hätten wir wieder den Abstand, dann wieder den ersten Schritt nach vorne. Bei 10 Rennen alle geraden Strecken, also müssten wir eigentlich, muss es eigentlich nur abwechselnd gehen und dann werden wir, dann holen wir das Ding. De facto ist es nicht schlimm, wenn wir immer abwechselnd gewinnen würden. Aber heute wollen wir natürlich müssen wir natürlich wieder einen Schritt machen, weil wenn wir ja zwei hintereinander gewinnen, hat natürlich einen Riesenvorteil. Ja, jetzt gegen Ende der WM, aber da müssen wir mal schauen. Ich hoffe es davon. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. So, Abmarsch, Abflug. Nach vorne gleich. Wenn alle Autos stehen, noch der Ocon. Und dann hätten wir es. So, der Start ist erfolgt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, den Start erstmal zu gewinnen. Und gehen als Führender in die erste Kurve. Voraussetzung, jetzt da passiert nichts weiter. Damals tut es nicht. Und damit haben wir erstmal den Start gewonnen gegen den gegen Max Verstappen, der momentan an Lewis Hamilton vorbei ist. Okay. Ja,
Während Lewis jetzt versucht, dich wegzuholen und das ist gelb. Irgendwas ist da hinten passiert. Keep pushing. Let's capitalize on that first lap. Die Frage ist, was ist hin? Also es ist wahrscheinlich ein bisschen ein Rückstau gewesen nach der in der Haarnadel mit dem ganzen Feld. Soll mir aber persönlich egal sein, also wir haben hier unsere Aufgabe schon mal gelöst. Ihren Hamilton, der war übrigens vorbei, wieder an Max Verstappen. Also wir haben wieder eine Mercedes-Doppelführung vor Verstappen. Also sagen wir Mercedes vor Verstappen, Leclerc und dann Ricciardo 5. Und ja. Wir gehen als erster in die schnellste Runde. Oder gehen als erster in die zweite Runde und nehmen auch die schnellste Runde direkt mit. So ist es eigentlich richtig. So, aktueller Vorsprung 1,1 Sekunden. Momentan sieht es ein bisschen besser aus, weil bezüglich der DS-Zone, aber da müssen wir auch erstmal hin. Könnte es wieder ein bisschen absetzen jetzt nach hinten. Ich denke, man hat alles im Griff soweit. Aber wie gesagt, das kann auch sich ganz schön ändern. Wir müssen eigentlich dieses Rennen eigentlich schon wieder gewinnen, um halt in dieser Reihe zu bleiben, um wieder die WM-Führung zu übernehmen nach dem vierten Lauf. Aktueller Vorsprung 1,2 Sekunden. Schwankt immer so zwischen 1,1 und 1,2, aber egal, alles über, was über einer Sekunde ist, ist gut. Weil dann brauchen wir auch keine Gedanken machen um Lewis Hamilton, der den Flügel verstehen kann, hat aber jetzt ein bisschen aufgewärmt, bis die Schicht durch die Kurve gekommen sind. Aktueller Vorsprung noch 0,9 Sekunden. Ja, der Mercedes jetzt ein bisschen push, der Kim Kollege. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. So, ich versuche jetzt mal wieder mich ein bisschen rauszuziehen, ein bisschen abzusetzen. Lewis macht natürlich jetzt Druck, der weiß auch, was der Schindler eingeschlagen hat, dass er da nochmal ran muss. Wir sind jetzt in der vierten von 18 Runden hier in Österreich. Können uns jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Schwung absetzen. Mal gegenhalten, ohne dass er jetzt Flügel flach stehen kann. Mein Ziel ist es auch, die schnellste Runde wieder zurückzuholen, um halt genau diese 6 Zähler, die wir maximal mit Vorsprung mitnehmen könnten, wenn der zweite wird, Voraussetzung. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Kann sein, dass er ja auch einen Ausfall hat, ne? So, aktueller Vorsprung jetzt über 7 Sekunden. Ich nehme natürlich jetzt ein bisschen den Schwung mit. Jetzt einfach alles mitnehmen, um die schnellste Runde zuzumachen. Gehen wieder auf unsere Seite. So, jetzt ein bisschen weg. Runde 5 sind wir jetzt mittlerweile. Also es geht ja relativ schnell. Anderthalb, 1,8 Sekunden Vorsprung momentan. Also alles ist im Lot hier. Wie gesagt, die zweite Saison möchte ich holen. Es wäre ein perfektes Wochenende, wenn das heute auch so ausgehen würde. Aber wir haben die 3 Trainings gewonnen, wir haben das Qualifying gewonnen und wären jetzt im Rennen momentan erster und die schnellste Runde. Aber ja, mal schauen. Alles ist noch möglich. 2 Sekunden aktueller Vorsprung. Lewis Hamilton kommt nicht wirklich mit. Sein Vorsprung wiederum knapp um die Sekunde auf Max Verstappen. Also können wir uns momentan ein bisschen auf einen relativen Sprit setzen. So, können wir wieder ein bisschen mit. 1,1 zu 0, ja. Die Reifen bauen natürlich dementsprechend auch jetzt ab gerade. Sollte natürlich Hamilton ausschalten heute, wir die 26 Zähler holen, das ein bisschen besser wäre. Ja, das war wahrscheinlich sogar der nächste Riesenschritt zur WM und es sind nämlich nur noch 6 Rennen danach. Also wir fahren nur so eine 10-Renn-Mini-WM quasi. Deswegen wäre es sehr wichtig, heute hier ordentlich was mitzunehmen, irgendwas da raus zu fahren. Und Hamilton kommt, fällt irgendwie weit zurück. Der fällt jetzt in den Verstappen oder zu Verstappen zurück. Ja, vielleicht haben wir. Ja, schade fürs Team natürlich, klar, aber.
für die WM oder für unsere WM in erster Linie wäre es nicht ganz unwichtig. So, jetzt sitzen wir wieder an. Runde 6, also ist quasi ein Drittel haben wir jetzt durch das Rennen. So, ich fahre mir natürlich jetzt ein bisschen den Sprit auf. Aber ich, ja komm, schau mal raus. Das ist eher ist auf jeden Fall mal ein bisschen wegnehmen. Also, momentane Führung von Lewis Hamilton mit 3,1 Sekunden oder 3,0, davon doch Verstappen in 1,5 Sekunden. Und der Abstand nach ganz hinten zwischen zu Leclerc, der ist dann auch schon wieder ein bisschen angewachsen. Obwohl Leclerc Verstappen sich gerade so ein bisschen duellieren, was ja für Lewis gerade so ein bisschen besser ist. Ich sehe es gerade, normalerweise war Verstappen, hat Verstappen leichte Probleme, weil der auch schon ein bisschen... Weil der auch schon mal näher, bisschen weiter weg war von Hamilton. Und für die KBM ist es auch nicht schlecht, weil gegen Red Bull mit dem Doppelsieg werden das Auto nur auf Platz 4. Albon ist ja auch nur, war ja auch nur auf 10 am Start, weil sie momentan, wo der liegt. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Wir haben 3,3 Sekunden, also wir kriegen es gerade so ein bisschen. Ja, locker runtergefahren, sagen wir es mal so. Wir haben noch 11 Runden hier in Österreich und wollen das Ding natürlich heute nach Hause fahren. Du hast keine unnötige Strafe einkassieren. Wie gesagt, Leclerc setzt sich jetzt ein bisschen von Verstappen auch ab. Mal eine halbe Sekunde schon. Also schon jetzt ein bisschen der Red Bull unsere Probleme zu kriegen. Aktueller Vorsprung auf Lewis, 4 Sekunden. Tendenz steigend. So, 4,2. Also gerade ein bisschen kriegen wir, haben wir ein bisschen Luft zum Atmen. Mit der sollte das nicht das Problem sein. Wenn der Boxenstopp nicht verkackt ist, den wir jetzt in 2-3 Runden fahren, sollte das funktionieren. So. Runde 9, also gleich in Richtung Halbzeit unterwegs schon. Die Rennen sind ja, das Rennen in Österreich ist ja nicht lang. Nächste Woche ist, wie gesagt, dann, ich glaube, Ungarn. Auch wieder so eine Strecke, die relativ schnell geht. Ungarn, Belgien, dann geht es weiter in Richtung Italien, dann die Russen zu Gas, dann sind wir in Brasilien bald. Also viel haben wir nicht mehr. Ich glaube, dann irgendwann auch der Abschluss. Also Brasilien dürfte sogar der Abschluss sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, Großbritannien weiß ich gar nicht. Ach, werden wir sehen. Es läuft. Also es sind insgesamt 10 Rennen. So. Ich müsste mal gucken vor der ersten Folge. Da sehe ich jetzt irgendwo den Rennkalender, den ich gebaut habe. Aber jetzt erstmal hier das Ding nach Hause fahren. 8 Runden verendet drin. 4 Sekunden Vorsprung. Momentan sieht es gut aus. Jetzt Boxenstopp, okay. Das erklärt gerade, warum der Abstand auf einmal auf 5-6 Sekunden angewachsen war, weil. In this lap, push now. So, ich nehme jetzt natürlich ein bisschen mehr Vorsprung mit. Dafür habe ich ja noch die Reserven. So, aktueller Vorsprung auf Charles Leclerc 7,8 Sekunden. Das ist jetzt gerade die aktuelle Meldung. Wir gehen natürlich jetzt auch rein. Und holen uns frische Medium. So, wir haben was momentan. 42%. Ja, ich gehe jetzt auch rein. Wenn ich ehrlich bin, bevor ich mich jetzt auf dieser Ecke ein bisschen so verzettel und sage, okay, ich habe die Strategie mit der Strategie. Das Rennen kaputt. Besser ist jetzt einfach den Change zu machen. Was habt ihr jetzt jedenfalls rein?
Leclerc geht, bleibt drauf. Oder auch ein Racing Point, der mit durchgeht, ist der, der beide sogar. Beide Racing Points, Albon, Gasly, also ein paar sind mit drin draufgeblieben. Sechster momentan nur. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir vor Räikkönen und Kwiat. Jetzt hoffe ich, dass kein Safety Car kommt. Ich glaube aber, selbst dann müsste der Abstand nach vorne groß genug sein. Da kann ich auch momentan für Lewis da mitzugehen. Heute für uns alles entspannt, 8 Runden noch zu fahren. Hier in der Steiermark in Österreich, da wollen wir es natürlich rocken. Albon, der eigentlich ein gutes Rennen gefahren ist, meinem realen Formel 1 damals hier in Österreich, von Lewis abgeschossen wurde und ja, deswegen sein Podium nicht geholt hat, ähnlich wie in Brasilien. So, jetzt sage ich nochmal vorne, der eben kurz dieses Dreierpäckchen. Stehen aus Albon, Gasly und Stroll. Wobei das jetzt gerade ja obwohl Albon ist der einzige, der drin ist. Und wir nehmen sogar jetzt das DRS von ihm mit. Und gehen jetzt vorne. Also momentan führen der Lance Stroll vor Pierre Gasly und vor uns. Aber wir sind sowas von der Schlagdistanz. Ich würde mich schwer wundern, wenn es nicht klappen würde. So, Lewis ist jetzt vorbei natürlich. Klar, mit dem DRS. Jetzt haben wir ein Auto vor uns direkt ins Center. Aber die werde ich mir jetzt direkt beide kassieren. Oder zumindest einen. Gasly wird uns nicht groß wehren können. Wobei der Honda auf einmal funktioniert gegen die Mercedes. Fragen Sie mal nach bei Lewis Hamilton. Gasly wehrt sich auf jeden Fall gegen uns. Frag mal bei Lewis Hamilton. Ja, Unfall mit Gasly verursacht. Plötzlich haben wir nämlich ein Problem. Räikkönen ist jetzt dran. Den Fehler war. Ja, der Fehler war bei uns. Ich habe nicht damit gerechnet. Kleiner Schockmoment hier in Österreich als Führender, sich mit dem Gasly anzulegen. Da wollte ich schon zu schnell zu viel. Das hat natürlich irgendwie Zeit gekostet. Gut, Hamilton bleibt jetzt dran, aber der Abstand ist und es hat immerhin 2,3 Sekunden gekostet, dieser Zwischenfall hier. Es war auf hart. Okay, warum die 6 Runden vorhin auf hart gehst. Verstehst du aber auch nur du. Uiuiui, ein absoluter Schockmoment hier in Österreich. So viel zum Thema, ich snack mir den Honda mal eben kurz ohne Probleme, aber der zieht mir dann auf der Geraden weg. Aber, uiuiui, alles gut. Es sieht wieder ein bisschen rosiger aus. Also momentan, Führung vor Hamilton und Charles Leclerc, danach Ricciardo, dann Sebastian Vettel und kein Verstappen momentan unter den ersten 5. Die KWM ist also ein sehr gutes Ergebnis. So. Es gibt natürlich keine neue schnellste Runde, die jetzt gerade so ein bisschen weg ist. Immer noch von der Runde 3 ist das, glaube ich, gewesen. Weg ist. Ja, ich komme wieder ein bisschen weg von Lewis Hamilton. Also es scheint wohl alles zu sein. Ja, klar, dieser Zwischenfall hat ein bisschen was gekostet, klar. So, der ist mit, das er ist mal ein bisschen aufsparen. Kein einziger, kein Max Verstappen. Also die ersten drei diesmal würden sie anders ausgehen. Normalerweise waren es immer nur Hamilton, Bion, Lewis und Verstappen. Also das wird sich heute wahrscheinlich anders anfühlen. Es wird vielleicht sogar erstmal ein Ferrari an Bord sein. 5 Runden haben wir noch. Also viel ist es nicht mehr. Teammate by 3,4 Sekunden. 3,4 Sekunden. Also ja, immer mal wieder ein bisschen weg, immer mal wieder ein bisschen ran, kommt da.
Ja, einmal um die 4 Sekunden. Also kriegen wir gerade hin. Wir haben die schnellste Rennrunde. Das sollte es hoffentlich auch bleiben. Weil sonst sind es nämlich nur 7 Zähler. Also es wird immer knapp, ne? Es sind 8 Punkte jetzt, aber momentan haben wir auch alles im Griff. Es sei denn, Louis fällt heute aus. Dann wird es ein bisschen mehr werden. Aber es geht mit diesem Wechselspielchen weiter. Immer Mercedes 1, 2, 3. 1 und 2. Außer in Bahrain, wo Louis Vater wurde. Weil wir in Australien noch nur Dritter geworden sind, glaube ich, meines Wissens. Naja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es läuft. So, Zeit schaffen wird es wohl keine geben, sondern noch 3 Runden. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu fahren hier in der Steiermark. Wir wollen das Ding heute nach Hause rocken. Weil da hinten irgendwo hinter einem Williamson Red Bull rumgekraucht ist. Ist das Alexander Albon schon gewesen? Oder der war ja auch, Ja, das kann auch sein, ne? Oder das ist Verstappen. Dann kann ich, dass der Verstappen wieder eine Nullnummer fährt für Red Bull. There's 4 laps of fuel remaining. Ein bisschen Sprit haben wir noch übrig. Weil es hier jetzt ein bisschen entspannt nach Hause. So, aktuelle Vorsprung 4,5 Sekunden hier. Du hast dich irgendwie eine Strafe mitnehmen. Runde 16, noch 3 Runden, liebe Leute. Dann haben wir's. Krönen wir hier in Österreich ein perfektes Rennwochenende. Mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde. 3 Trainings gewonnen, die Quali klar dominiert. Und jetzt hoffen wir, dass wir es im Rennen nach Hause fahren können. Aber mal gucken. Wie gesagt, es sind noch 3 Runden. Es ist noch ein bisschen was zu tun. So, einmal anbremsen hier schön in den Kurven. Bisschen aufpassen. Kann ich jetzt noch mal ein bisschen pushen da vorne. Denn von der Benzinmenge sollte es ohne Problem reichen. Und jetzt ist er uns gerade auch gemeldet. Hey, gib doch mal noch ein bisschen Gas. Ja, wie gesagt, eigentlich ein entspannter Grand Prix, außer dieser Zwischenfall mit Pierre Gasly, der uns da fast mitten weggeräumt hätte. Aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Aktueller Vorsprung 4,7. Jetzt haben wir noch eine Runde danach. Ich sag ja, es geht schnell. Es sind 3, sieht ja eh nur 4,3 Kilometer, diese Strecke lang, also so viel ist es nicht. Benzin sollte funktionieren. Und jetzt bei so kein Ausfall. Da sind wir noch alle 20 Mann drin. So, jetzt geht's schon in den Richtung letzten Meter hier in Österreich. So, sparen wir mal ein bisschen Sprit. Wir haben nämlich noch 0,8 plus. Also lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Aktuelle Forschung 5,6 Sekunden. This is your final lap of the race. Letzte Runde. Hier in Österreich, in der Steiermark. Holen wir uns den Sieg. Hier in Österreich. Das ist das große Ziel. There's only one lap of fuel remaining. So. Ja, one lap. Das heißt, wir haben nur noch eine Runde. Aktueller Vorsprung über 5 Sekunden. Das haben wir aber bisher alles im Griff hier. Momentan vor kein Verstappen momentan unter den ersten 5. Fürs Team gehen die vollen 44 Punkte hin. Das ist eigentlich klar. Es sei denn, wie gesagt, Lewis hat noch eine Auswahl oder wir haben sogar noch einen technischen Defekt kurz vorm Ende. Das wäre natürlich der absolute Worst Case, aber Auto hält, funktioniert, passt.
Jetzt geben wir mal Gas noch schnell. Und dann holen wir uns den Sieg in der Steiermark. Renn Nummer 4 geht an uns. Und wir wollen feiern. Wir haben's. Yes. Perfektes Rennwochenende. Yes. Ocon, Fahrer des Tages, klar. Vergab's hinten? Na ja, bestimmt noch nicht spät so gut gemacht. Das war das Ende eines wieder mal spektakulären großen Preises von Österreich mit einer erstaunlichen Fahrerperformance von der ersten bis zur letzten Runde. Richtig. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Ja, Sieger in Österreich hier. So, der Doppelsieg. Volle Punktzahl für Mercedes. Der nächste wichtige Schritt in Richtung KWM. Aber die Frage ist, wer holt die Fahrer-WM? Ne, das wird immer ein bisschen spannend werden. Wir haben jetzt genau diese 8 Punkte. 6 Punkte Vorsprung. Tja, dann nehmen wir mit. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Richards vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Weit zurückgefallen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Jetzt haben wir 95 WM-Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das heißt, wenn alles gut ist, sind wir noch 3 Rennen und dann haben wir es durch. 2-3 Rennen und dann sind wir schon wieder Konstrukteursweltmeister. Das ist das große Ziel. Aber ja, wir wollen natürlich auch den Fahrer-WM-Titel und dadurch, da haben wir schon mal einen guten Schritt gemacht. Wir sind jetzt wieder 6. davor. Und daher, alles gut. So. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie stehen an der Spitze der Meisterschaft. Sind Sie glücklich oder spüren Sie bereits den Druck? So, natürlich dürfen wir sich zurücklegen, denn jedes Rennen ist natürlich eine eigene Herausforderung. Ihr Team hat sich die besten 2 Plätze geholt. Haben Sie einfach das beste Auto auf der Strecke? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? So, machen wir es so. Ihr Teamkollege steht heute auf dem Podium. Das ist ein gutes Ergebnis für das Team, nicht wahr? So. Danke für den Kommentar. Genau so ist es. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben die Aufgabe gelöst in Österreich. Wir haben uns die volle Punktzahl geholt. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes für ein Rennen ansteht. Es müsste aber eigentlich von der Reihenfolge her Ungarn sein. Unser Rivale konnte nicht punkten. Damit können wir uns wieder ein bisschen was absetzen. Und holen uns wieder ein bisschen was Anerkennung. Wie gesagt, eigentlich müsste jetzt Ungarn kommen. Und das schauen wir uns dann nächste Woche an. Vielleicht ist es Ungarn, vielleicht ist es auch eine andere Strecke. Wir sehen uns dann wieder.